Was für Lüftungsanlagen gibt es denn überhaupt? Das ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Zum Beispiel zentrale, dezentrale, Wohnungszentrale, komplett andere. What the hell? Was gibt es überhaupt? Das wird hier aufgeklärt und bleiben Sie dran. Mein Name ist Luca Ahrens, ich bin Geschäftsführer der ARC Energy GmbH. Wir sind ein Bauphysikbüro in Mainz, Hannover, Berlin und Dortmund, kümmern uns um Schallschutz, Wärmeschutz und Brandschutzplanung. So, erstmal grundlegend gibt es zwei Arten von Lüftungsanlagen. Es gibt zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen. So, was bedeutet das? Eine zentrale Lüftungsanlage ist einfach unten, zum Beispiel im Keller, geht dann mit einem Rohrnetzsystem durchs ganze Gebäude durch und versorgt dann die einzelnen Räume. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel Zuluft- und Ablufträume. Was bedeutet das? Ein Zuluftraum sind Räume, wo ich mich drin aufhalte und wo gleichzeitig aber keine Gerüche auftauchen, die ich eigentlich nicht im ganzen Haus haben möchte. Das bedeutet, ein klassischer Zuluftraum ist ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, ein Spielzimmer. Gegebenenfalls auch ein Flur, falls ich mehr Luftvolumen brauche, aber eher unwahrscheinlich. So, klassische Ablufträume sind Bäder, WCs, Küchen. Abstellräume, vor allem Abstellräume, wo zum Beispiel ein Trockner oder eine Waschmaschine drin steht und die kein Fenster hat. Das ist ganz klassischer Abluftraum. Oder dann Flure, Foyers etc. Je nachdem, wie das Volumen stimmt. Warum? Was bedeutet das? Ich brauche im Endeffekt ein Luftvolumina X, was ich in mein Gebäude reinbringe. Und das gleiche Volumen muss ich natürlich aus dem Gebäude auch rausholen. Weil sonst hätte ich einen Überdruck oder einen Unterdruck im Gebäude, das würde keinen Sinn machen. Das bedeutet, das Volumen, was ich hier reinbringe, sauge ich auch wieder raus. Dann läuft das in einen Wärmetauscher. Und die warme Luft, die ich aus dem Gebäude raussauge, wird jetzt in einen Wärmetauscher gebracht. Kurz gesagt, stellt euch vor, ich habe einfach einen, wie so einzelne Scheiben. Und durch eins geht meine Luft raus, dann geht Luft rein, Luft raus, Luft rein, Luft raus. Die sind ganz, ganz eng beieinander. So, an eine Seite kommt kalte Luft von draußen in diesen Wärmetauscher rein und auf der anderen Seite geht meine warme Luft raus. Die Luft berührt sich nicht, weil dazwischen Metall ist zum Beispiel oder was anderes. Aber dadurch übergeben sie ihre Wärme. Also dass die warme Außenluft übergibt die Wärme an die Außenluft, sodass wir einen möglichst hohen Wärmerückgewinnungsgrad haben. In der Regel irgendwas zwischen 75 bis 95%. Also sehr, sehr viel. Gleiches Prinzip ist auch in den dezentralen Lüftern drin, aber darauf gehe ich gleich ein. So. Weiterhin bedeutet das, dass ich dadurch sehr viel Wärme zurückgewinne, die ich sonst bei normalem Lüften, Fenster auf, Luft raus, kalte Luft rein, Fenster zu, verlieren würde. Jetzt möchte ich aber nicht immer Luft Wärme rückgewinnen, sondern auch vielleicht zu Jahreszeiten das vielleicht nicht haben. Was bedeutet das? Im Sommer zum Beispiel habe ich vielleicht im Innenhaus das gekühlt, hätte aber trotzdem gerne frische Luft drin. Und dann will ich diese Luft nicht quasi tauschen. Weil ich möchte vielleicht, krieg vielleicht vorgekühlte Luft von draußen. Zum Beispiel durch eine Brunnenansaugung oder durch ein Erdregister, also dass die Luft quasi in ein Rohrsystem geführt wird, was unter der Erde lang geht, dadurch die warme Außenluft quasi darin abkühlt und dann gekühlt in meinen Innenraum reingeht. Wäre eine Möglichkeit. Da möchte ich dann keine sogenannten Wärmetauscher drin haben, weil meine Luft ja quasi kühler reinkommt, als ich sie im Gebäude raussauge. Oder in den Übergangszeiten zum Beispiel kann das teilweise auch vorkommen. So, die neuen Systeme machen das von selber, dass sie es automatisch entscheiden können, weil sie intelligent gesteuert sind. Alte Systeme muss ich dort, ich sag mal, Anführungszeichen, händisch anpassen. Aber wenn sie jetzt planen und bauen, dann sind die meisten automatisch. Bei den zentralen Anlagen, großer Unterschied zu den dezentralen Anlagen, die können das nicht. So, der Vorteil einer zentralen Anlage ist, ich kann die Luftmengen in den jeweiligen Raum bringen, die ich tatsächlich möchte und brauche, und das ohne eine Lärmbelästigung.
Ich kann meine Luft vorkühlen durchs Erdreichregister. Und ich habe einen weiteren Vorteil. Ich kann sie, ich sag mal, attraktiver verstecken, weil ich sie als kleine, als dezente Luftauslässe in der Decke verstecken kann. Ich kann sie gegebenenfalls in abgeengten Decken irgendwie verstecken. Ich habe damit architektonisch mehr Möglichkeiten, sie attraktiv einzubauen. So, was ist eine dezentrale Anlage? Eine dezentrale Anlage ist, ich habe, kann man sich vorstellen, ich habe einen Tube. Also, nehmen wir mal diese Flasche Wasser. Und die geht jetzt durch meine Wand durch. Und in diesem Tube ist eine Keramik zum Beispiel drin oder ein Aluminium drin, was den gleichen Effekt hat wie mein Wärmetauscher in der zentralen Anlage. So, ich habe vorne also drin diese Keramik. Drumherum habe ich eine Dämmung, die ist dann komplett in meiner Wand und meiner WDFS-Dämmung oder meinem Holzbau oder meinem massiven Dämmstein eingebaut. Generell theoretisch Kernbohrung durch. Das Ding wird eingesetzt mit einem gewissen Gefälle nach außen, dass das Kondenswasser ablaufen kann. Ich habe draußen eine Klappe, innen eine Klappe, der Klassiker. So, vorne dran habe ich eventuell noch einen Schalldämpfer und davor habe ich dann den Motor. Der Motor pustet in der Regel 60 Sekunden, manchmal 70 Sekunden, je nach Herstellerprodukt, in die eine Richtung und danach macht es Klack. Das ist tatsächlich das nervige Geräusch und dann 60, 70 Sekunden in die andere Richtung. Das heißt, ich brauche immer zwei Lüfter, die parallel laufen. Einer pustet rein, einer raus, dann pustet der rein, der raus. Was passiert? Meine Keramik da drin oder mein Aluminium, was auch immer, pustet, wenn ich die Luft rauspuste, nimmt diese Keramik die Wärme meiner Innenluft an. Dann dreht sich der Ventilator nach 60, 70 Sekunden und meine Außenluft geht jetzt da durch und nimmt jetzt die Wärme meiner Keramik an und pustet die Luft in den Innenraum. Also theoretisch sehr effizient. So, die ganzen gibt es dann noch über Laibungen, dass ich die ein bisschen verstecken kann. Ich kann die unter Fensterbänke verstecken. Zumindest von außen kann ich sie architektonisch gut verstecken. Innen drin habe ich trotzdem meistens diesen hässlichen Pickel. Es gibt Systeme zum Beispiel von Sennder. Da habe ich einen Ablüfter im Bad. Das heißt, im Bad habe ich den hässlichen Pickel. Und die Zuluft geht dann über ein Rohrsystem in das Wohnzimmer, Schlafzimmer etc. Das ist tatsächlich eine sehr smarte Lösung, weil ansonsten ist das Bad immer eine reine Abluft. Das heißt, ich habe eine hundertprozentige Abluft aus dem Bad, weil ich dort keine Wärme rückgewinnen kann, weil ich ja den Geruch, den Gestank, die Feuchtigkeit heraustransportieren möchte. Und nicht, wenn ich dort einen Wechselrichter hätte, den Zu- und Abluft, würde ich ja den Geruch, wenn ich gerade auf Toilette bin, in die restliche Wohnung, das Haus reinpressen. Das wäre nicht so smart. Deswegen habe ich da eine dauerhafte Abluft. Das eine System von Zender, gibt bestimmt auch andere Hersteller noch, die ich jetzt nicht auswendig kenne, ist so, dass ich dort einen Wärmetauscher habe und dauerhaft aus dem Bad abgelüftet wird und dauerhaft in das Wohnzimmer, vielleicht Schlafzimmer oder der Raum nebendran zugelüftet wird. Das ist eine sehr smarte Lösung. Das ist so eine Mikrokombi, sage ich jetzt mal. Eine wohnungszentrale zentrale Lüftungsanlage ist quasi das gleiche wie für mein Haus, nur dass es nur für die Wohnung gilt. Das kann ich dann pro Wohnung einsetzen, nur dass jede Wohnung separat für sich, ohne Brandschutzanforderungen in der Regel, ohne großen Schnickschnack. Aber ich habe halt pro Wohnung auch ein eigenes Gerät. Habe ich große Wohnungen, einwandfrei. Bei Kleinstwohnungen würde ich eher auf die dezentralen Lösungen gehen, weil das mehr Sinn macht. Weil ich sonst die Opportunitätskosten sind sonst für die Anlage zu hoch. Der Nachteil von diesen dezentralen Anlagen ist zum einen die Optik. Die ist halt nicht so smart. Dann die Geräuschproduktion ist natürlich bei einer dezentralen Anlage höher, weil die Geräuschproduktion nicht unten im Keller irgendwo steht, die zentrale Anlage, oder bei einer wohnungszentralen Anlage dann im Abstellraum, der dann schalltechnisch bitte auch geschlossen sein sollte, sondern direkt in meiner Wand, in meinem Schlafzimmer, in meinem Wohnzimmer, in meinem Küche, in meinem Bad drin ist. So, die kann ich einstellen, das heißt, ich kann manche Geräte auch so dann programmieren und sagen, hey, gebe das eine halbe Stunde lang aus, dann bin ich eingeschlafen und wenn ich dann schön, schön schlafe, dann geht die wieder an und dann stört die mich nicht. Dann kann ich damit wieder einschlafen und wenn ich nachts wieder wach werde, drücke ich wieder auf den Knopf, gehe eine halbe Stunde aus, und dann kann ich wieder einpennen, dann ist gut ist. Um dieses Problem zu lösen, gibt es also eine Lösung. Trotzdem habe ich ja dauerhaft dieses Geräusch da. Habe ich jetzt normalen Wohnungslärm da? Ist es draußen sowieso laut oder lauter? Habe ich sowieso Kinder etc. im Haus, dann nehme ich das nicht wahr. Diese Lüfter gibt es in verschiedenen Lüftungsstärken, also in Geschwindigkeiten, die pusten.
Dementsprechend können die entweder viel oder wenig Luft reinbringen oder rausbringen. Und da kommen wir weiter zum Nachteil. Um die gleiche Lüftungsmenge liefern zu können wie bei einer zentralen Anlage, bräuchte ich viele dieser kleinen Lüfter oder größere Anlagen, sondern von Sender, die das auch öffnen, aber dann sind halt die Geräte größer. Dann reden wir über, was sind das? 40 mal 30, 50 mal 35, sowas in der Größenordnung, an Kästen, die irgendwo hängen. Auch nicht so smart. Kann ich wieder auch irgendwo integrieren, Abhangdecken in Wände integrieren. Aber ist jetzt keine, sag mal, quick and dirty Lösung, die man irgendwie einsetzen kann. Kommen wir dann weiterhin zu dem Punkt, der Vorteil ist einfach, es ist günstiger in der Regel. Es ist nachrüstbarer. Es ist einfacher durchführbar. Ich habe weniger Stress dafür. Ich brauche dafür einen Stromanschluss und eine Kernbohrung und ich bin quasi fertig. Die Reinigung ist wesentlich einfacher, Filtertausch ist auch einfacher als bei der Zentralanlage. Bei der Zentralanlage habe ich das Rohrsystem. So, das muss ich regelmäßig, ich sag mal, reinigen. Das sollte man so alle 10 bis 15 Jahre reinigen. Oh, jetzt denkst du, ah, sind bescloppt, alle 10 Jahre reinigen. Ich putze bei mir noch zu Hause auch jede Woche. Ja, kein Stress. Davor ist ein Filter. Diesen Filter sollte man alle jeden Monat bis alle 3 Monate, maximal jedes Jahr einmal tauschen. Je nachdem, wie stark man quasi Pollenallergien etc. hat, sollte man den öfters tauschen oder etwas später, aber maximal einmal im Jahr. Davon gibt es von den verschiedenen Herstellern jeweilige Vorgaben, die bitte einhalten. So, die Filter kosten jetzt nicht viel Geld. So, da liegen wir irgendwie bei pro Jahr vielleicht bei einem Haus von 20 Euro an Kosten für diese Filter. So, die kann jeder austauschen, jeder auch mit zwei linken Händen kann das tun. Leiter, kletter hoch, macht den Deckel ab, nimm den alten Filter raus, steckt den alten neuen Filter rein, schraubt das Deckel wieder drauf, bin fertig. Bei einer dezentralen Anlage, Klappe ab, Filter raus, neuen Filter rein, Klappe wieder drauf, fertig. Auch wirklich, das ist Kinderspiel, kinderleicht. Gar kein Problem. So, es gibt manche Filter, die kann ich sogar waschen, manchmal sind einmal Use. So. So weit quasi zu diesen Unterschieden. Ich privat würde bei mir zu Hause immer eine zentrale Anlage bevorzugen, weil ich einfach kein Geräusch habe, ich kann mehr Luftvolumen reinbringen und es sieht einfach attraktiver aus. Beim Nachrüsten, beim Bestand etc. ist meistens nur eine dezentrale Anlage möglich. Das heißt, wenn ihr weitere Fragen dazu habt, stellt sie gerne in die Kommentare rein, die beantworte ich sehr gerne. Oder wenn ihr eine Frage zu einem Projekt habt, das vielleicht auch fördern lassen möchtet über die KfW oder die BAFA, schreibt uns gerne eine E-Mail an die anfrage@arcenergie.de oder geht auf unsere Internetseite www.arcenergie.de, alles zusammengeschrieben, Energie mit IE am Ende. Und dann klickt ihr oben rechts auf so einen kleinen Button. Und da könnt ihr eure Anfrage direkt reinschicken, könnt auch direkt Fotos, Texte dazu schreiben, wie ihr das möchtet. Und darauf reagieren wir dann. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und freue mich vielleicht auf das nächste gemeinsame Bauvorhaben mit Ihnen zusammen.